Also, das heutige Hauptthema ist die Morphologie. Morphologie oder Formlehre. Formlehre, also das Wort Morphologie gibt es auch in anderen Wissenschaften. Ja, wenn man sich zum Beispiel in der Biologie mit dem Aufbau von Tieren oder mit dem Aufbau von Pflanzen beschäftigt, nennt man das auch Morphologie. Bei uns geht es vor allen Dingen um den Aufbau von Wörtern. Oder das Wort ist auch so ein bisschen ein Problem. Man weiß nicht so genau, was ein Wort ist, und deshalb ersetzt man den Wortbegriff durch andere, die vielleicht besser geeignet sind. Aber wir fragen uns erstmal, was ist ein Wort? Das Beispiel 1 hier. Wir sehen, da habe ich eine 1 davor geschrieben in der Sprachwissenschaft. Da nummeriert man Beispiele immer gerne, dann braucht man nicht das ganze Beispiel vorzulesen, insbesondere wenn das Beispiel in einer fremde Sprache ist, die man vielleicht nicht so gut kann. Es ist ganz gut, wenn man darauf verweisen kann mit einer Zahl. Und deshalb möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, gleich von Anfang an, wenn Sie mal irgendwann eine Hausarbeit schreiben oder so, dass Sie die Beispiele immer schön durchnummerieren. Das vergessen manche, aber es ist einfach sehr viel praktischer. Dann kann man sich nämlich leichter auf ein Beispiel beziehen. Ja. Hier haben Sie zwei spanische Sätze. Ich möchte es ihm kaufen. Und das ist beides mal der gleiche Satz, nur mit unterschiedlicher Wortstellung. Se lo quiero comprar, quiero comprárselo. Und Sie sehen, einmal schreibt man die Wörter auseinander und einmal zusammen. Sieht also so aus, als habe der zweite Satz nur zwei Wörter und der erste Satz, der gleichbedeutend ist, habe vier Wörter. Das ist irgendwie unbefriedigend. Allerdings ist es tatsächlich so, es gibt diese Auffassung von orthografischem Wort. Das orthografische Wort ist eben tatsächlich das Wort, was zwischen zwei Leerzeichen steht, beziehungsweise zwischen Leerzeichen oder am Anfang und Satzzeichen. Und diese orthografische Definition von einem Wort, die spielt eine wichtige Rolle. Das klingt so ein bisschen billig, wenn ich hier schreibe, was zwischen Leerzeichen steht, beziehungsweise zwischen Leerzeichen oder am Anfang und Satzzeichen, dann klingt das irgendwie nicht sehr wissenschaftlich. Dennoch wird diese Definition praktisch immer verwendet, wenn Sie irgendwie mit Computern arbeiten und nach Wörtern suchen, dann geht das nämlich genau so. Das sollten Sie nie vergessen. Denn das ist natürlich nicht das, was man eigentlich unter Wort verstehen will aus wissenschaftlichen Erwägungen. Aber das ist halt die gängige Wortdefinition, gerade am Computer. Und Sie sehen ja, Sprachen unterscheiden sich. Hier werden Pronomina manchmal zusammengeschrieben, wenn sie nachgestellt werden im Spanischen, und nicht zusammen, wenn sie vorangestellt werden. Deshalb möchte man gerne eine andere Definition haben, um eben solche Dinge hier auch zu erfassen, wo Sachen zusammengeschrieben werden, aber trotzdem handelt es sich um mehrere Wörter, eben ein morphosyntaktisches Wort. Und das definieren kann. Das ist eben hier die Frage. Und da gibt es bestimmte Kriterien, die können Sie sich sogar schon denken, wenn Sie das Beispiel oben anschauen. Also es gibt so ein semantisches Kriterium, ist irgendwie da so eine begriffliche Einheit da. Und man sagt, ja klar, das ist ein indirektes Objekt, direktes Objekt, dann das Verb, das Hilfsverb, dann das Vollverb. Und das ist hier natürlich auch so, nur dass die Objektpronomen da dran geschrieben werden. Also auch da möchte man die aufteilen in die einzelnen Begriffe. Also in diesem Fall Pronomina. Und das modifiziert das formalste Thema nur als ganz modifiziert oder modifizierbar, ist nochmal ein formales Kriterium. Wörter werden meistens nur einmal modifiziert, oft am Ende,
Wir haben im Deutschen auch nochmal so Umlautgeschichten, aber eine Modifikation am Wort und das betrifft das Wort als Ganzes. Das ist halt ein wichtiger Aspekt. So, es gibt noch weitere Begrifflichkeiten, wenn es um Wörter geht. Einmal die Wortform. Man hat den Eindruck, dass Wörter in verschiedenen Formen auftreten. Das spanische Wort Niño. Eben auch in der Form Niños als Plural. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, da gibt es auch noch Niña. Und das ist auch eine Form davon. Wobei man sich dann streiten kann, ob Niño und Niña nicht unterschiedliche Wörter sind, die dann jedes Mal eine Singular- und eine Pluralform haben. Oder aber ob eine Beziehung zwischen Niño und Niña besteht, sodass man das auch jeweils als Formen eines Wortes auffassen kann. Und darüber wird gestritten. Auf jeden Fall gibt es eben verschiedene Wortformen, die aber möglicherweise zu einem oder zwei Lexemen gehören. Lexem ist das, was man vielleicht in einem Wörterbuch dann auch finden will, beziehungsweise was wir auch im Kopf als irgendwie Einheit, lexikalische Einheit abgespeichert haben. Ich habe das hier mal in Großbuchstaben geschrieben. Das wird manchmal so gemacht, um eine Unterscheidung zu machen zwischen der Wortform und dem Lexem. Und es wird aber nicht immer so gemacht. Ja, und dann haben wir das morphosyntaktische Wort. Das habe ich vorhin ja schon erwähnt. Da wird es dann noch etwas komplizierter. Wir haben zweimal die gleiche Wortform, canta, aber, du kannst hier am Satzzeichen erkennen oder an meiner Intonation, es sind zwei morphosyntaktische Wörter. Einmal die dritte Person Singular, er singt oder sie singt, und canta, singe, singe. Und der Unterschied ist hier nur an der Intonation, am Kontext, beziehungsweise hier eben am schriftsprachlichen Kontext, an den Aufrufungszeichen drumherum im Spanischen zu erkennen, dass es sich hier um einen Imperativ handelt. Aber wirklich zwei Wörter, die aber die gleiche Form haben. Ja, also Sie sehen, Wörter sind problematisch. Deshalb wollen wir irgendwie eine andere Einheit haben. Und ja, irgendwas Grundsätzlicheres oder Grundlegenderes als Wort. Und da ist man darauf gekommen, dass wir in der Morphologie so eine kleinste Einheit haben, die kleinste sprachliche Einheit, die eine Bedeutung bzw. eine Funktion hat. Also die kleinste bedeutungstragende Einheit oder das kleinste Zeichen. Und das nennt man Morphem. Also ein Morphem kann nicht weiter in bedeutungstragende Einheiten zerlegt werden. Während Wörter unter Umständen schon in kleinere Einheiten zerlegt werden können. Das sehen wir dann noch gleich. Aber das Morphem kann eben nicht mehr weiter zerlegt werden. Das heißt, die Grundeinheit der morphologischen Analyse ist tatsächlich das Morphem. Wenn wir halt komplexe Wörter haben, dann versuchen wir die aufzulösen in einzelne Morpheme. Und so kommen wir am besten vielleicht an die Bedeutung dran, weil man dann eben jeweils immer nur eine Bedeutung hat. Also jedes Wort besteht aus mindestens einem Morphem, dann ist es ein einfaches Wort. Es kann aber auch aus mehreren Morphemen bestehen. Hier kommt gleich so ein Beispiel. Wieder Spanisch. Das Beispiel kennen Sie, das habe ich entnommen, also zitiert hier aus einem Einführungswerk. Das ist das die Einführung in die spanische Sprachwissenschaft von Kabatek und Pusch. Wir haben gleichzeitig dies über Spanisch gemacht, als ich das über Italienisch gemacht haben. Wir haben also ungefähr die gleichen Abbildungen in unseren jeweiligen Büchern und haben dann auch so ein bisschen uns ausgetauscht. Deshalb habe ich hier so ein bisschen leichte urheberrechtliche Ansprüche auch drauf. Aber zitieren darf ich das sowieso. Also Sie sehen hier in Klammern, in geschweiften Klammern, das ist so die übliche Kennzeichnung, die Morpheme. Und Sie haben als erstes mal ein monomorphematisches oder monomorphemisches Wort, util, nützlich,
util, ein Morphem. Kann man nicht weiter zerlegen in U und Til oder so. Das ist util. Das ist das minimale Zeichen, kleinstes bedeutungstragendes Element, also ein Morphem. Im Gegenteil davon, unnütz, inutil, haben wir zwei Morpheme, in plus util. Inutil, zwei Morpheme. Man kann dem ersten auch eine gewisse Funktion zuordnen, nämlich bei Adjektiven, so ein vorangestelltes in, ähnlich wie das vorangestellte deutsche un oder Latein oder griechisch a, die haben immer so eine Art Negationswirkung. Manchmal liest man auch von einem adjektivischen Negationspräfix. Präfixe heißen die Dinge, die man davor setzt. Präfix, da steht es auch. Das ist aber keine wirkliche Negation. Und deshalb hat sich eingebürgert, das anders zu benennen. Nämlich, man nennt das Privativ. Präfix, das hat jetzt nichts mit privat zu tun, sondern damit, dass irgendwas weggenommen wird. Etwas weggenommen, Privativpräfix. Oder eben, auf Griechisch ist das ja so ein Alpha, dann heißt es Alpha Privativum. Und hier in Privativum, Privativpräfix. Und es ist immer dasselbe. Das N, es ist eigentlich ein N. Und das N hat schon was mit Negation zu tun, können Sie sich denken. Sprachgeschichtlich ist das N unterschiedlich behandelt worden. Das N ist im Griechischen vokalisiert worden zu Alpha, A eben. Im Lateinischen ist da ein prosthetisches I davor gesetzt worden und im Deutschen ein prosthetisches U. Ja, das war aber un und in eigentlich dasselbe Wort. Da kann man auch das zusammen erkennen zum A auf Griechisch nicht mehr so, aber das ist tatsächlich auch ein N. Kann man sehen, wenn das mit das nächste Wort mit Vokal beginnt oder auch mit A beginnt, dann ist nämlich die Variante von A an. Ion, Anion, Anion. Statt A-Ion. So, inutil, da haben wir zwei. Dann haben wir davon abgeleitet ein Substantiv, inutilidad, inutilidad. Und Sie sehen, erst haben wir inutil und dann wird idad da dran gehängt. Das Ganze ist hierarchisch. Wir können zwar utilidad sagen, an util idad anhängen, aber Sie müssen erst ein Adjektiv haben, das eine oder das andere, und dann können Sie da was nominalisieren. Genau. Nominalisierungssuffix nennt man das. Substantivierungssuffix oder Nominalisierungssuffix. Da wird also ein Suffix genommen, um aus einem Adjektiv ein Substantiv zu machen. In diesem Fall eben inutilidad. Sie sehen, wir brauchen jetzt den Akzent nicht mehr, weil die Betonung sich verändert. Die Betonung liegt nämlich dann auf der letzten Silbe, inutilidad. Ja, und dann haben wir vier Morpheme in inutilidades. Aber Sie sehen schon, das vierte Morphem hat einen anderen Charakter. Das ist nämlich das Pluralzeichen. Und das passt nicht so sehr in die Wortbildung. Also das Pluralzeichen würden wir nicht ins Wörterbuch schreiben, weil jedes Substantiv, nicht jedes, aber die meisten Substantive, eben auch ein Plural bilden können. Dennoch kann man das auch als Suffix bezeichnen. Und dann haben wir eben vier Elemente, in inutilidades, vier Morpheme, die wir das zerlegen können. Das Pluralmorphem, dann ein Substantivierungs- oder Nominalisierungssuffix, und vorne das Privative in, und dann haben wir util als das, was am Ende noch übrig bleibt. Hier haben wir die verschiedenen Bezeichnungen dafür, also der Oberbegriff von Suffix und Präfixen. Affixe, achten Sie auf die Schreibung. Präfix setzt sich natürlich zusammen aus Prä und Fix. Fix befestigt, vorne befestigt. Suffix ist eigentlich Subfix, deshalb Suffix mit 2F. Und Adfix wird zu Affix, deshalb 2F. Affix ist der Oberbegriff für Präfix und Suffix. So, hier haben wir nochmal das Wort, wie es aufgebaut ist. Und achten Sie bitte darauf, das ist hierarchisch geordnet.
bis ins Staatsexamen gibt es Leute, die sowas vorgelegt bekommen und analysieren sollen. Dann schreiben sie das Wort hin, und die dann ist, und dann machen sie Striche dazwischen. In, util, in, alles. Dann S am Ende. Yes. Als wäre das so flach. Als könnte man Idades auch sagen. Kann man aber nicht. Das ist halt hierarchisch geordnet. Wir haben ein Adjektiv, was negiert wird. Das Innen kann nur Adjektive, oder vor allen Dingen Adjektive, ein paar Ausnahmen, was auch mal andere Sachen verneinen kann, aber insbesondere Adjektive negieren. Das ist also ein typisches Adjektivpräfix. Und das bildet erst die Basis für die Ableitung mit Idan. Das Ganze und der Plural ist natürlich ein Pluralzeichen für Substantive und kann nur ein Substantiv angehängt. Deshalb ist das Ganze hierarchisch so geordnet. Wir haben ein Nomen mit Pluralsuffix. Das Pluralsuffix hängt an einem Nomen. Das Nomen setzt sich zusammen aus dem Nominalisierungspräfix und einem Adjektiv. Das Adjektiv ist komplex, weil es einen Präfix beinhaltet, was die eigentliche Adjektivbedeutung negiert. Und dann bleibt noch die Wurzel übrig. Und das, was sozusagen der absolute Ausgangspunkt ist, wo wir nichts mehr abnehmen können, da sprechen wir von Wurzel. Der Input für weitere Ableitungen wird meistens als Basis bezeichnet. Aber wenn dann auch mehr Stufen dazwischen wären, würde man dann immer von Basis sprechen. Ableitungsbasis. Und das, wo eine Endung dran kommt, Endung ist eine Abkürzung sozusagen für grammatisches Suffix. Grammatisches Suffix. Endung genannt. Das hängt immer an einem Stamm. Also wenn man die Endung wegnimmt, hat man den Stamm übrig. Und bei Ableitung spricht man eben von Basis und Ableitung. Also dieses Inutilidad wäre die Ableitung von der Basis Inutil. Und das, was der absolute Ausgangspunkt ist, wird als Wurzel bezeichnet. So. Ja. Jetzt will ich noch mal an etwas erinnern, was ich Ihnen schon mal erklärt habe, was aber ganz wichtig ist und gerade in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt anfangen, Wörter auseinanderzunehmen, nämlich das Problem der double articulation auf Französisch. Double articulation. Der Ausdruck stammt von André Martinet, einem französischen Sprachwissenschaftler, deshalb ist das immer auf Französisch bezeichnet. Man benutzt auch gerne die französische Bezeichnung oder englische double articulation of language. Weil es auf Deutsch zwei Termini gibt, zwei Übersetzungstermini. Je nachdem, welche Übersetzung von Martinet oder von jemand anders Sie lesen. Man spricht manchmal von der doppelte Gegliedertheit oder von der doppelten Gliederung der sprachlichen Zeichen. Sie wissen schon, natürliche Sprachen und nicht nur die besitzen zwei Arten von kleinsten Einheiten. Einmal die Morpheme, das sind Zeichen, die etwas bedeuten. Und davon gibt es die kleinsten, Auto, Tisch, auf. Bei Laufen kann man sich schon streiten, weil wir das vielleicht zerlegen können in Lauf und En. Das sind dann möglicherweise zwei Morpheme. Die werden in geschweiften Klammern geschrieben. Und dann können wir natürlich solche Zeichen auch noch als Lautkette betrachten und in die Bestandteile der Lautkette zerlegen. Da geht es aber dann nicht um Bedeutung. Und dann die Phoneme, die in Einheiten, die an sich nichts bedeuten, sondern nur als Bausteine dienen, um die Lautkörper, signifiant französisch, der ersteren daraus zusammenzusetzen. Also die Lautkörper der Phoneme, der Morpheme daraus zusammenzusetzen. Also was wie Pötücke, Bedüge, Ai und so weiter. Das sind Phoneme, die haben an sich keine Bedeutung, sondern dienen dazu, Bedeutung zu unterscheiden. Also, nicht vergessen, ganz wichtig. Wir wechseln halt die Ebene, wenn wir halt Lautketten in einzelne Laute zerlegen, dann sind wir von der Ebene der bedeutungstragenden Zeichen weg.
So, weitere Grundbegriffe. Es gibt unterschiedliche Arten von Morphemen. Sie haben das vorhin schon bei Inutilidades gesehen. Die freie und gebundene. Das In kann ich nicht alleine verwenden. Util kann ich alleine verwenden. Idal kann ich auch nicht alleine verwenden. Das heißt, es gibt freie und gebundene Morpheme. Also Morpheme, die immer nur mit anderen zusammenstehen können, wie das In von Inutil. Und das andere In ist ja, hat ja eine andere Bedeutung. Ist ja keine Negation, sondern eine Präposition. Ja. Und eben freie Morpheme, die eben alleine stehen. So, dann gibt es lexikalische und grammatische Morpheme. Grammatische Morpheme sind solche, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, die Bedeutung genau festzumachen. Gut, ich kann sagen, ES bedeutet Plural. Das ist zwar grammatisch, aber auch relativ einfach noch zu beschreiben. Aber die Bedeutung von either, außer dass es substantiviert wirkt, ist schwer zu erfassen. Kann man nicht im Lexikon finden. Während von Util die Bedeutung kann ich im Lexikon finden. Das ist ein lexikalisches Morphem. Bei In, ja, man sagen, Negation ist auch schon relativ abstrakt, nicht so wirklich geeignet fürs Lexikon. Also man könnte sogar noch Zwischenstufen annehmen. Ist vielleicht lexikalisch, manche Wörterbücher enthalten solche Präfixe, ist aber schon wieder so allgemein, dass man fast schon von einem grammatischen Morphem sprechen möchte. So, jetzt gibt es Morpheme und Allomorphe. Allomorphe sind Morphemenvarianten. Also Morpheme können manchmal anders aussehen. Also Sie hatten das vorhin schon bei Util gesehen in der Schriftsprache. Einmal mit Akzent, einmal ohne Akzent. Das heißt, Sie haben zumindest in der Schriftsprache schon mal zwei Varianten. In der gesprochenen Sprache nicht, das ist gleich. Gut, einmal mit Akzent, auch gesprochen, Util. Einmal bei Inutilidades. Ja, da ist dann kein Akzent mehr drauf. Also auch in der gesprochenen Sprache eine gewisse Art von Allomorphie an der Stelle. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die stark schwanken. Wenn Sie deutsche Nominalisierungssuffixe anschauen, da gibt es Heid und Keid. Das ist wohl dasselbe Suffix, aber in verschiedenen Varianten. Einmal als Heid, einmal als Keid. Also solche Schwankungen gibt es. Ja, manchmal gibt es freie Variationen. Da kann ich ja, einfach die eine oder andere Variante nehmen. Je nachdem. Aber eher selten. Oft ist genau festgelegt, welche ich nehmen muss. Ja. Oft ist eben aufgrund der Phonologie festgelegt, welche Form ich nehmen muss. Oder es ist morphologisch festgelegt, das kann auch sein. Also in irgendeiner Weise eine bedingte Alternation, sagt man auch. Man spricht dann auch von komplementärer Verteilung, weil in dem einen Kontext das eine stehen muss, in dem anderen Kontext das andere. Nehmen Sie Französisch, Nominalisierungssuffix, Assion, Ission, das schwankt, je nachdem, welches Verb man nimmt. Das kann man heute gar nicht mehr phonologisch nachvollziehen. Man muss also wissen, ob die Substantivierung Assion oder Ission ist. Inition zum Beispiel. Aber Aspiration, aspirer, aspiration. Mission. Mission oder Assion, das ist halt morphologisch bedingt, aber es gibt eben auch viele phonologisch bedingte Schwankungen, wo man halt eben je nachdem zum Beispiel etwas auf Vokal endet oder mit Vokal beginnt oder mit Konsonant unterschiedliche Formen hat. Wir hatten das vorhin schon, ne? Dass im Griechischen dieses Alpha steht vor Konsonanten und vor Vokalen steht dann eben Alpha plus
Nü, also A-N, Anion, nicht A-Ion. Das ist dann eben phonologisch bedingt. Ja, und dann gibt es noch einen Unterschied, den wir vorhin auch schon gesehen haben, bei Utilidades, ja, Flexions- und Derivationselement. Idad leite ich Substantive aus Adjektiven ab. Utilidades, das ist halt Derivation. Und Utilidad, so, aus Utilidad. Und dann kann ich noch ein Plural bilden. Und ein Plural, das ist Inflexion. Das ist einfach eine grammatische Veränderung. Werden wir nachher noch drauf kommen, beziehungsweise in der nächsten Woche, was es da für Möglichkeiten gibt, Wörter grammatisch zu verändern. Und dann spricht man von Flexionselement. Und bei der Derivation, bei der Ableitung von Wörtern aus anderen, spricht man von Derivationselement. Und wie gesagt, das ist Thema in der nächsten Woche, an die Flexionskategorien, beziehungsweise, also wir kommen da noch drauf, also das nächste zeigt es. Es gibt Flexion und Wortbildung. Wortbildung verschieben wir auf die nächste Woche. Also sogenannte lexikalische Morphologie, das ist Wortbildung, also wie man Lexikonwörter verändert, um den Wortschatz zu vergrößern. Wenn man Adjektive hat, da ein Substantive draus macht. Oder wenn man Adjektiv hat, das Gegenteil darauf, also util, inutil, das ist alles Wortbildung. Das Lexikon wird dadurch vergrößert. Und dann müssen wir aber noch im Satz irgendwas mit unseren Wörtern machen. Die muss man dann vielleicht im Plural setzen oder muss man Wörter in Kongruenz bringen. Und da spricht man dann von grammatischer Morphologie oder von Flexionsmorphologie. Grammatische Morphologie und Flexionsmorphologie ist das Gleiche. Demgegenüber steht die lexikalische Morphologie. Und heute wollen wir uns erstmal mit der Grammatik beschäftigen. Im nächsten Mal dann mit dem Lexikon, wie man das erweitert. Ja, Flexion. Heißt das? Beugung auf Deutsch. Ja, Flexion. Allerdings von Beugung nur eine Lehnübersetzung von Flexion. Flexion heißt schon Verbiegung. Und die Wörter werden irgendwie verändert, angepasst. Das ist damit gemeint. Ja, wie passiert das? Nun, je nach Wortart kann man Wörter unterschiedlich verändern. Hier ist so eine kleine Tabelle, die ist wieder entnommen aus dem Buch von Kabatik und Pusch, in der Einführung. Dann haben wir die Lexeme, die Wörter, und die kann man erstmal einteilen, also Lexeme, Wörter, wie sie im Lexikon stehen, in flektierbare und nicht flektierbare Wörter. Die nicht flektierbaren Wörter werden auch als Partikeln bezeichnet, also eine Partikel, zwei Partikeln. Die Partikel im Deutschen, im Singular, und damit muss der Plural die Partikeln heißen, weil es gilt, dass Wörter auf EL im Deutschen, die sonst nicht verändert werden, wenn sie feminin sind, im Plural N bekommen. Ich erwähne das deshalb, habe ich schon in anderen Lehrveranstaltungen gemacht, kann man aber nicht oft genug sagen, weil es im Deutschen auch noch einen physikalischen Fachterminus gibt, den Sie bitte nur im Zusammenhang mit der Physik verwenden dürfen, nämlich das Partikel oder das Teilchen. Das Partikel, und da das Neutron ist, ist der Plural von das Partikel natürlich die Partikel. Aber da geht es um physikalische Teilchen, die man beschleunigt und so. Hier allerdings geht es um die Partikel, also in allen anderen Kontexten, außer in der Physik heißt es die Partikel. Und der Plural davon sind die Partikel. Das sind nicht flektierbare Elemente in einer Sprache. Partikel wird hier von Kabatek und Pusch als Oberbegriff genommen für alles, was nicht flektierbar ist. Und dazu werden hier auch andere Elemente gefasst, wie zum Beispiel Konjunktion, Präposition, ja, das war es schon, Konjunktion, Präposition und Adverbien. Die sind alle nicht flektierbar. Konjunktion, Präposition, Adverbien und Partikeln. Und Partikel wird hier als Oberbegriff genommen für all diese Erscheinungen. Wir würden aber vielleicht genauer bei Präposition, bei Konjunktion und bei Adverbien nochmal von gesonderten Wortarten sprechen, die aber alle in diese Kategorie der nicht flektierbaren Elemente
gehören. Wie gesagt, manche benutzen Partikel tatsächlich als Oberbegriff. Ich würde das nochmal unterscheiden, denn es hängt auch ein bisschen von der Sprache ab. Denn es gibt Wörter, die manche Leute zu den Adverbien rechnen, die aber nochmal was anderes sind. Dann denken sie an sowas wie Ja und Nein im Deutschen oder Oui und Non im Französischen. Das sind keine Adverbien. Das sind aber irgendwie nicht flektierbare Elemente. Also Partikeln. So, dann haben wir die Flektierbaren. Und die verhalten sich unterschiedlich. Die werden unterschiedlich flektiert. Es gibt die sogenannten konjugierbaren Elemente oder eins, was konjugierbar ist, eine bestimmte Art von Flexion bekommt, die man als Konjunktion bezeichnet. Insbesondere geht es da um Tempus, das Verb. Was es da sonst noch geht, wird nachher noch mal erläutert. Dann gibt es deklinierbare Elemente. So. Da geht es insbesondere um den Kasus. Gut, in den romanischen Sprachen sind Kasus verschwunden. Oder fast verschwunden, nur noch beim Pronomen vorhanden, deklinierbar sind die. Ne? Diese Art der Veränderung der Flexion nennt man Nominalflexion oder Deklination. Ne? Deshalb deklinierbar. Und in den nominalen Bereich gehören die Substantive oder Nomina, die Adjektive und Artikel und Pronomina. Und die kann man auch unterscheiden nach der Art, wie sie flektiert werden. Ne? Nomina haben ein festes Genus. Das Genus ist dem Nomen inhärent. Da kommen wir gleich noch drauf. Ist nicht ganz unproblematisch. Wir hatten schon Nino, Ninja, wo man das vielleicht nochmal anders sehen kann. Also ein festes Genus. Und dann gibt es variables Genus. Bei den Adjektiven, bei den Artikeln und den Pronomina, da richtet sich das Genus immer nach dem Substantiv, zu dem das Adjektiv, der Artikel oder das Pronomen gehört. Das ist ein variables Genus. Und dann unterscheidet man eben noch zwischen den steigerbaren und den nicht steigerbaren Elementen. Die steigerbaren Elemente sind die Adjektive. Adjektive kann man in der Regel steigern. Gut, auch nicht alle, ist mir klar. Oder man kann eigentlich alle Adjektive steigern, nur manche, wenn man die steigert, dann werden die metaphorisch verwendet. Wenn ich Tod habe als Adjektiv und steigere das, dann geht das, aber dann bedeutet das nicht mehr Tod, sondern irgendwas Metaphorisches, irgendwas Bildliches. Wenn ich sage, Forchheim ist toter als Bamberg, dann sind da nicht mehr Tote, sondern, vielleicht auch, aber dann ist es da einfach ruhiger, ist da weniger los, ist ein toter Vertrag. Oder sagen wir mal, Nürnberg ist lebendiger als Bamberg, oder der Weihnachtsmarkt von Nürnberg ist lebendiger als der von Bamberg, naja. Und dann ist lebendig, hat eine besondere bildhafte Bedeutung. Also im Grunde sind alle Adjektive steigerbar, nur möglicherweise in der Grundbedeutung nicht. So, nicht steigerbar sind allerdings Artikel und Pronomina. Also man kann tatsächlich Wörter in verschiedene Gruppen, in verschiedene Kategorien einteilen. Man spricht dann von Wortarten nach der Art, wie sie flektiert werden. Bei den nicht flektierbaren möchte man auch Unterschiede vornehmen, aber das geht dann nicht mehr morphologisch, sondern muss man dann syntaktisch machen. Präpositionen stehen immer mit Nominalsyntagmen oder Infinitiven zusammen. Konjunktionen stehen mit Satzteilen oder Teilsätzen zusammen. Ja, und Adverbien modifizieren Adjektive oder Verben. So, kommen wir mal zunächst zur Substantivflexion, also zur sogenannten Deklination. Also wir hatten schon gesehen, Substantiv oder Nomina, das benutze ich gleich. Im Deutschen gibt es den Plural Nomen auch für Nomen. Also man sagt ein Nomen, mehrere Nomen. Das machen besonders die Germanisten. Aber in der Romanistik hat man so eine gewisse Nähe zum Lateinischen und dann sagt man lieber Nomina. Also wenn Sie mir einen Gefallen tun, dann sagen Sie bitte nicht die Nomen als Plural, sondern die Nomina. Und das gilt nicht nur für mich, auch in einer Staatsexamensklausur kommt das, glaube ich, auch bei anderen Prüfern immer besser an. Natürlich ist es nicht falsch, die Nomen zu sagen, weil das alle Germanisten so machen. Aber Sie erfreuen das Romanistenherz, wenn Sie Nomina sagen.
Und was heißt das, Romanistenherz? Es ist einfach schöner, würde ich sagen, wenn sich Singular und Plural auch wirklich unterscheiden. Wenn man das nicht irgendwie erraten muss. So, also Substantive und Nomina haben in vielen indogermanischen Sprachen Genus. Nämlich, es gibt in indogermanischen Sprachen 2 bis 3 Genera. Da sehen Sie schon Plural von Genus, der ist nicht Geni oder so, sondern Genera. No? Was unklar? Fragen Sie mich nachher. Also, 2 bis 3 Genera gibt es in den indogermanischen Sprachen. Die werden seltsam bezeichnet. Maskulinum, Femininum, Neutrum. Das Neutrum gibt es nicht in allen indogermanischen Sprachen. Maskulinum und Femininum ist ziemlich verbreitet. Im Englischen nicht so. In anderen Sprachen ist dann aber immer irgendwas, was da noch auftaucht, wo man sich dann streiten kann, ob es nicht vielleicht doch noch ein Femininum gibt. Im Niederländischen streitet man sich da so ein bisschen. Also manchmal auch nur ein Genus, klar, Englisch, aber bis zu 3 Genera sind ziemlich typisch. Wenn man das Indogermanische verlässt, dann gibt es viele Sprachen, die überhaupt kein Genus kennen. Was ist denn das Genus eigentlich? Genus ist so eine Kategorie, der Kategorie willen. Es gibt das Phänomen der Kongruenz, dass Wörter aneinander angepasst werden. Kongruenz. Französisch Accord, auf Englisch Concord. Und da geht es darum, dass irgendwie Wörter in Übereinstimmung gebracht werden und dazu werden die Substantive eingeteilt in verschiedene Gruppen, also in die Genera, damit man was zum Angleichen hat. Deshalb nennt man Genera auch in der allgemeinen Sprachwissenschaft zum Teil Kongruenzklassen. Ja? Und wenn es ganz viele Genera gibt, dann spricht man auch nicht mehr von Genera, sondern von Klassen. Es gibt nämlich Sprachen, insbesondere die Bantu-Sprachen, eine afrikanische Sprachfamilie, die hat ganz viele solche Klassen. Da kann man die Wörter einteilen in ganz verschiedene Gruppen. Die haben auch alle so eine semantische Fundierung. Da gibt es, wird bei einer Klasse gesagt, das sind runde Objekte, das sind dicke Objekte, aber stimmt nie so ganz. Es ist halt einfach nur eine Gruppe von Substantiven. Und so ein bisschen gibt es semantische Gründe für die Einteilung in die Klassen. Da hat man dann so 9 so Klassen zum Beispiel oder sogar noch mehr. Und da spricht man in der Regel von Klassen und nicht mehr von Genera. Genera sind eben, also Genus ist praktisch die Abkürzung, oder nein, nicht die Abkürzung, ein anderes Wort für eine Kongruenzklasse, wenn es nicht so viele davon gibt, also höchstens 3, dann hat man es. Ja, mit Geschlecht hat das nicht sehr viel zu tun. Und deshalb vermeiden Sie solche Übersetzungen von Maskulinum und Femininum wie männlich-weiblich. La table, Französisch, da ist nichts Weibliches dran an so einem Tisch. Deutsch der Tisch, da ist immer auch nichts Männliches dran. Das ist halt einfach im Französischen eine andere Kongruenzklasse als im Deutschen. Und man weiß auch nie so genau, wie es dazu kam, dass sie nun der einen oder anderen Kongruenzklasse angehört. Man kann dann vielleicht noch fürs Französische aufs Lateinische zurückkommen. Tabula, gut. Das ist die sogenannte A-Klasse. Aber beim Deutschen wird das schon schwierig, warum es der Tisch ist und nicht die Tisch. Das ist auch etymologisch nicht so gut nachvollziehbar. So. Das andere, was bei der Kongruenz eine gewisse Rolle spielt, ist der Numerus. Kommen wir da gleich noch drauf. Da aber bei Genus immer so ein bisschen diese Sache mit dem Geschlecht eine Rolle spielt, weil es manchmal
eine semantische Motivierung gibt im Bereich der gelebten Wesen. Also hier nochmal der Hinweis, Geschlecht ist was anderes als Genus. Man zeigt in der Sprachwissenschaft das dann auch als Sexus. Und das ist eine Kategorie der Derivation, der Ableitung. Und nicht eine Funktionskategorie. Jetzt habe ich das in grün geschrieben. Funktionskategorien sind also gelblich, orange und grün. Das ist eine Derivationskategorie. Und natürlich kann ich, wenn ich Geschlecht als Merkmal in meiner Derivations, meinem Derivationsraum habe, dann geht es ja darum, dass ich das eine Geschlecht vom anderen ableite. Diesen Vorgang der Ableitung eines Geschlechts aus dem anderen nennt man Movierung. Also nicht unbedingt aus dem anderen, sondern zum Beispiel auch die Ableitung von geschlechtlichen Ausdrücken, also sexushaltigen Ausdrücken, aus Nomina, die gar kein Geschlecht bezeichnen. Ich habe es dann hier nochmal geschrieben. Nomina, die Angehörige eines oder keines Geschlechts bezeichnen, können verändert werden, um Angehörige eines sozusagen eines anderen Geschlechts zu bezeichnen. Und das nennt man Movierung. Ist Bestandteil der Wortbildung. Wir kommen da dann nochmal drauf, wenn wir über Wortbildung sprechen. Also, nehmen Sie jetzt mal ein typisches, also im Bereich der Menschen und Tiere spielt das halt eine Rolle, weil Menschen und Tiere über das Merkmal Geschlecht verfügen, also Sexus. Und da kann ich natürlich hergehen und sagen, so, ich spreche jetzt hier nicht über eine Gans, sondern es soll eine männliche Gans sein. Und da gibt es halt ein Suffix, mit dem man eben männliche Gänse aus dem Wort Gans ableiten kann. Ja, wenn ich sage, die Gans, weiß man erstmal gar nicht, welches Geschlecht das ist. Und dann gehe ich halt her und sage, der Gänserich, und weiß dann, aha, das ist eine männliche Gans. Und wie Sie sehen, ist das mit vielen Unregelmäßigkeiten verbunden, weil ich bei der Gans eben Gänserich bilden kann, aber aus der Katze kann ich keinen Kätzerich bilden. Das geht ja nicht, da muss ich was anderes machen. Kater, noch unregelmäßig in der Ableitung. Und manchmal sind es ganz andere Wörter. Ne? Kuh oder Stier, beziehungsweise Ochse. Wenig miteinander zu tun. Ja, gut, also das ist ein Problem der Wortbildung. Kommen wir dann noch drauf, wenn wir über Wortbildung sprechen. Dann haben wir noch Numerus. Singular, Plural. Und die Substantive haben zwar meistens ein vorgegebenes Genus. Ja, das Genus scheint dem Substantiv irgendwie inhärent zu sein. Also ich weiß, Table ist Femininum. Aber Numerus ist veränderlich. Man kann sagen, Intable, Detable. Also ein Tisch oder Tische, ja, Singular und Plural. Die Numeri, der Plural von Numerus ist Numeri, die wir so in der Regel, mit denen wir so in der Regel zu tun haben. In anderen Sprachen gibt es möglicherweise noch andere. Das Baskische hat ein Transnumeral, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ob es Singular oder Plural ist. Wenn ich zum Beispiel frage, wie viele Jahre hast du? Gut, da weiß ich meistens, ich spreche mit jemandem, der mehr als ein Jahr hat. Aber wenn ich das Auto spreche, das Auto, wie viele Jahre hat dein Auto? Dann kann es ja nicht mal ein Jahr alt sein. Und deshalb benutzt man da den Transnumeral, weil man nicht weiß, ob es Singular oder Plural ist. Andere Sprachen haben noch ein Dual, wenn es um zwei geht. Oder ein Paukal, wenn es um wenige geht. Also es gibt noch mehr Numeri als nur Singular und Plural. Aber in den Sprachen, mit denen wir es normalerweise zu tun haben, gibt es halt Singular und Plural. Ja. Und was es aber auch gibt in diesen Sprachen, sind Wörter, die nur im Plural stehen können oder nur im Singular stehen können. Ja. Und die nennt man Pluralia Tantum und Singularia Tantum. Tantum heißt nur auf Lateinisch. Also nur Plurale, nur Singular. Als Hinweis, machen Sie nicht den Fehler an Denken, im Singular heißt es Singular Tantum oder Singulare Tantum oder Plurale Tantum und da muss ich das Plural sagen, Pluralia Tanta,
Singularia tanta, das geht nicht. Tantum ist ein Adverb, heißt nur und veränderlich. Ja, Pluralia tantum, Singularia tantum. Und sowas gibt's. Manche Dinge gehen halt nur im Plural und manche gehen nur im Singular. Typisches Beispiel für ein Singularia tantum ist Schnee auf Deutsch. Ich kann nur sagen, der Schnee, die Schnee, kann ich nicht sagen. Die Schnee. Ich muss sagen, verschiedene Sorten Schnee oder verschiedene Schneesorten, aber nicht die Schnee. Und umgekehrt gibt es natürlich Wörter, die nur im Plural stehen können. Ich jetzt ein gutes Beispiel, das mir schnell nicht einfällt, aber es gibt solche. Also viele Beispiele. Ja, und dann sehen Sie auch schon, woran das liegt, dass man verschiedene Wörter nicht, also Leute werden Plural, ja, Tantum, da gibt es kein Singular. Leute. Gerade das mit dem Singularia Tantum hat was mit Zählbarkeit zu tun. Also Schnee kann ich nicht zählen. Das ist halt unzählbar. Aber die Kategorie zählbar, nicht zählbar geht natürlich noch weiter. Und Wein kann ich nur als Sorten zählen. Wenn ich also 5 Weine habe, sind das vielleicht 5 unterschiedliche Weine. Aber wenn ich Wein trinke, dann, oder Bier trinke, dann ist das eigentlich nicht zählbar. So, in der Substantivflexion ist es oft so, dass Substantive am Ende verändert werden. Hier haben wir Beispiele aus dem Spanischen, Flor, Flores, Casa, Casas eben. Und hier steht tatsächlich Klasse für Genus. Und ähnlich bei der Adjektivflexion, Azul oder Azul. Azules, Altas und so weiter. Es gibt andere Sprachen, wir werden noch auf das Französische kommen, da ist eher vorne eine Veränderung, Table, Détable, Untable, Détable, Veränderung vorne. Ja, dann gibt es noch Numeralflexion anderer Wortarten, Nominalflexion anderer Wortarten, also in den Nominalbereich gehören natürlich auch die Pronomina, sehen die fürs Spanische Singular, Plural, wie die Formen sich da jeweils verändern. Und wir haben vor allen Dingen bei den Pronomina auch noch so Kasusformen. In der romanischen Sprache gibt es sonst keinen Kasus, außer bei den Personalpronomina. Und hier haben wir auch noch Possessivpronomina. Da kommt auch noch sowas dazu. Hatten wir vorhin schon bei den Personalpronomina. Verschiedenen Personen. Also die Kategorie Person spielt noch eine Rolle. Die wird aber erst wichtig bei den Verben. Und ich merke Sie da schon, wie Sie unruhig werden, obwohl wir noch 2 Minuten haben. Die Verben werden wir dann uns das nächste Mal vornehmen. Da wird es dann insbesondere um die Verbalflexion gehen. Das geht aber relativ schnell. Auch in der ersten Hälfte der nächsten Sitzung die Verbalflexion. Und dann kommt nochmal die Wortbildung. Wir sehen also, wir werden vor Weihnachten noch ein interessantes Programm haben. Ja, vielen Dank.